Okay, also ich bin Elias, ich bin 15 und gehe in die Kunst. Ich bin der David, ich komme aus Maria Rhein. Ich mag Kunst in fast allen Formen. Ich bin die Lea. Ich bin auch die Lea. Ich bin die Julia und ich gehe in die 5. Kunst. Also ich bin die Elena Wallner und gehe in die 3. AHK, also in die Kunst. Weil mich das voll interessiert hat und ich immer schon was in die Richtung machen wollte. Eigentlich war es nur so die Idee von meiner Mutter. Die hat so gesagt, ja, geh Kunst. Und ich so, ja, okay, ich probiere es einfach. Weil ich schon immer zeichnen habe mögen und vor allem meine Schwester auch da geht und mir sehr gefallen hat, was sie gemacht hat. Weil ich immer schon gern gezeichnet habe und weil ich hauptsächlich aus meiner alten Schule weg wollte. Das war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung. Ich war schon immer kreativ und habe gern gemalt und gezeichnet, wo ich klein war. Und dann haben wir mal gehört, dass es eben den Kunstzweig gibt und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich das Richtige für mich. Ich zeichne seit ich sehr klein bin und ein Kumpel von mir hat mich dazu gezwungen. Nein, also jemand hat mir das empfohlen. Weil die Schule sehr auf Technik basiert, weil in Fiktion zum Beispiel lerne ich eher das Kreativsein und das Hobby eigentlich schon und deswegen bin ich halt in die Schule, um die Technik zu lernen. Ungefähr genauso wie es eher jetzt ist. Na, also ein paar Sachen schon, aber so im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich finde, das ist eigentlich mehr wie erwartet. Also ich habe eher immer gedacht, das ist nur so Malerei und Bleistiftzeichnungen und sowas. Größtenteils schon. Eigentlich nicht, na. Ich habe sehr gern die Fächer Malerei und was ich auch gern habe, ist eben plastisches Gestalten. Dass man frei ist und viel Zeit hat für die Projekte. Das praktische Arbeiten, zum Beispiel mit Keramik, was wir mir gerade tun. Ich war in der Stunde öfters und habe schon gemerkt, das war wirklich super, weil ich Zeichnungen plötzlich morgen abkenne. Also ein Pro würde ich jetzt mal sagen, ist, dass wir echt viel Praxis haben. Dass man sich frei entfalten kann und viele Dinge ausprobieren kann. Ja, es gibt echt viel, man wird viel unterstützt da, es gibt viele verschiedene Fächer.